ich stelle Ihnen jetzt das Buch vor, das kostbarste aller Güter von Jean-Claude Gromberg aus dem Französischen von Edmund Jacobi aus dem Verlag Jacobi und Stuart. Ich muss zugeben, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich das Cover ein bisschen kitschig fand. Also dieser goldene Rahmen, das kleine Mädchen mit den großen Augen, da dachte ich, Dann habe ich es gelesen in einem Rutsch und war sehr, sehr berührt davon. Es ist nicht kitschig, es ist wirklich nur echt berührend. Das Buch hat zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang ist eine junge Familie. Der Vater ist junger Kinderarzt. Die Mutter hat gerade Zwillinge bekommen, sind 4 Wochen alt, ein Junge und ein Mädchen. Und alle sagen, ach, was habt ihr für ein Glück, ein Pärchen, wie schön, ihr seid von Gott gesegnet, wunderbar. 4 Wochen nach der Geburt wird die Familie von der Gestapo abgeholt und in einen Güterzug gesetzt. Und sie fahren jetzt quer durch Europa Richtung Osten. Mal dann fährt der Zug wieder ein Stück zurück, dann fährt er wieder weiter. Sie sind lange unterwegs. Und der Vater beobachtet, dass der Mutter die Milch versiegt in den Brüsten. Sie kann die beiden Kinder nicht mehr nähren. Und weil er die Hoffnung hat, dass wenigstens ein Kind überleben könnte, nimmt er der schlafenden Mutter den einen Säugling aus dem Arm, wickelt ihn in seinen Gebetsschal und wirft ihn aus der Luke des Güterzugs. Das ist der eine Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang ist ein schon etwas älteres Holzfäller-Ehepaar irgendwo tief in den polnischen Wäldern, das sich schon sehr, sehr lange ein Kind gewünscht hat. Vor allem sie hat sich ein Kind gewünscht und jetzt ist sie schon so alt, dass es klar, sie wird keins mehr bekommen. Beobachtet, dass in letzter Zeit immer häufiger Güterzüge über die Bahngleise fahren. Sie hat keine Ahnung, wo die hinfahren, das interessiert sie auch nicht wirklich. Sie hört manchmal Geräusche aus diesen Zügen, die sich so ein bisschen anhören wie menschliche Stimmen, aber Gott ja, ab und zu werden Zettelchen aus den Zügen geworfen, auf denen irgendwas gekritzelt steht, aber sie kann nicht lesen und sie findet es auch ein bisschen komisch. Und eines Tages geht sie an dieser Bahnstrecke vorbei, als aus diesem Zug ihr ein Kind vor die Füße fällt. Und sie ist ganz sicher, das ist für sie. Dieses Kind ist ihr geschenkt worden und sie nimmt es mit, wickelt es zu Hause aus diesem Gebetsschal aus und sieht, es ist ein kleines Mädchen und sie will es behalten. Als ihr Mann nach Hause kommt, der etwas mehr versteht als sie, sagt er sofort, das können wir nicht machen, das muss das Kind hergeben. Wenn es jemand bei uns findet, können wir uns gleich mit in den Zug setzen. Aber sie überredet ihn und sie darf dieses Kind wirklich behalten. Er erlaubt es, aber er sagt, er wird nicht für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Sie muss gucken, dass sie es irgendwie ernährt. Und sie macht einen Deal aus mit einem Einsiedler, der in den Wäldern lebt, der vom Ersten Weltkrieg ganz schlimm gezeichnet ist, der eine Ziege hat und der gibt ihr jeden Tag eine Tasse Ziegenmilch, die das Leben dieses Kindes retten wird, auch wenn es immer hungern wird. Es wird überleben. In der Zwischenzeit ist natürlich der Zug in Auschwitz angekommen. Der Vater der Zwillinge muss mit seiner Schuld leben, denn seine Frau wird ihn nie mehr angucken. Als sie festgestellt hat, was passiert ist, ist er für sie nicht mehr vorhanden. Und als sie ankommen, geht sie mit dem kleinen Sohn direkt ins Gas. Er wird keinen Blick mehr mit ihr teilen können. Er selber überlebt es, weil er Lagerfriseur wird. Er rasiert die Ankommenden und hilft mit, dass große Ballen Menschenhaar gesammelt werden. Es fällt mir schwer, nicht das ganze Buch zu erzählen, weil ich es wirklich so eindrücklich finde. Es lohnt sich, es zu lesen. Ich finde, dass es wirklich ab 14, 15 schon lesbar ist, auch wenn es unglaublich traurig ist. Auch, ja, es geht natürlich schrecklich schlecht aus, aber es geht eben nicht ganz schlecht aus. Es hat fantastische Illustrationen von Ulrike Möltgen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, weil sie doch ja, so monochrom sind. Wir haben im letzten Jahr schon ein Buch vorgestellt, das sie illustriert hat. Es ist eine wirklich tolle Illustratorin. Sie hat auch ein bisschen was Jugendstiliges immer. Man muss immer ein bisschen genau hingucken. Ein sehr, 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 sehr eindrückliches Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann.